So, wir kommen zum neuen Song von Samra und diesmal haben wir einfach Chani 030 featuring Samra. Also nicht andersrum, sondern halt Samra als Feature dabei. Samra als Feature ist immer sehr crazy und mit Chani, Bro, boah, ich bin sehr gespannt, was für ein Beat das sein könnte, ne? Produziert von Too Sick, directed von den Jungs, Kamera, alles dabei. Too Sick hat auch Mixing gemacht und Master von Ludwig Meyer. Okay, wie wird denn da ausgesprochen? Chani oder nicht? Einfach, oder? Chani, Chani. So, let's go. Oh. Immer noch mit ganzer Gang auf Straße lebt, sagen du bist der Nächste. Fick Verträge, mein Abi schlicht in Kriege. Lange nicht zu Hause gewesen, keine Gebete. Im RS6 steckt mehr als 2 Pakete. Schlechte Laune, sei mein Arbeiter erwischt. Er weiß, was mit ihm passiert, boah, er verratet mich. Ey, nicht. Warte mal ganz kurz. Boah, der Beat, ne? Diese Melodie, meine Fresse. Ich hab überhaupt nicht auf Text irgendwas geachtet. Ich hab einfach nur dieses Klavier, ne? Boah. Immer noch mit ganzer Gang auf Straße lebt, sagen du bist der Nächste. Fick Verträge, mein Abi schlicht in Tegel. Lange nicht zu Hause gewesen, keine Gebete. Im RS6 steckt mehr als 2 Pakete. Schlechte Laune, sei mein Arbeiter erwischt. Er weiß, was mit ihm passiert, er verratet mich nicht. Rauche Haste, Joint nach Joint. I'm just wollen uns Hops nehmen. Aber machen TP weiter trotzdem. Boah, ich genieße gerade wirklich einfach nur, ne? Das Klavier ist Wahnsinn. Ich finde seine Stimme gerade ein bisschen leise, so ein bisschen zurück. Liegt aber wahrscheinlich an YouTube, ne? Also ich denke mal, auf Spotify und so weiter wird's besser klingen, ne? Brüder, deine Aussagen belasten, damit ich 6 kriege. Sag mir, wie soll Azad das verkraften? BTM, Handel plus Waffen. Alles echt, bei Lama liegen die Akten. Baba, ich weiß, du bist schon wieder enttäuscht. Nimmst nichts an, ich schick dir Umschläge mit Freund. Kriegen Bond, als wenn wir Help-Supporter. Freiheit für alle. Boah, ich sag ganz ehrlich, ne? Ich mag diesen Trend in Deutschland gerade. Ja, das ist Exhibit. Ist das das Original eigentlich? Ich bin mir gerade nicht sicher, ne? Aber das war doch das Album, wo... Boah, war das auch Paparazzi? Nee, oder? War da auch Paparazzi bei? Doch, doch, das Album war das. Das war das Paparazzi-Album. Unter anderem eins seiner besten Alben. Oh, wobei ich... Egal, wir reden jetzt nicht über Exhibit. Aber ja, du hast natürlich recht. Ich find's geil, dass endlich wieder so ein bisschen diese Klavierbeats zurückkommen. Wisst ihr, diese Straßensongs, die einfach Atmosphäre haben. Ich meine, wir sehen's bei Mucho, wir sehen's bei La Cassette, wir hören's hier, ne, so, das ist ein geiler Trend. Ich mag diese Sachen viel, viel mehr als diese typischen Geigenbeats, wisst ihr? So diese typischen, ob da jetzt eine einzelne Geige oder Orchester oder sonst was ist, so, ich find diese geilen, geilen Klavierdinger. Oh, lecker, Junge, lecker, ne? Geldtransporter! Mein Abi von ab ist, was keine Last ist. Wohl auch die Macht ist, wenn am Knast sitzt. Alle unterwegs, bis jeder satt ist. Schicken die Verpacktes, auch wenn es Nacht ist. Schicken die Kilo-Kisten, Hasch. Wie oft stand ich da ohne nichts? Oh, danke, danke schön. Das Original ist von Billy Joel, The Stranger, richtig. Für einen Vertrag, du bist weg und ich zähle den Tag. Ich wusste Rauch aus meiner Lunge, wuchs auf in diesem Dschungel, in dem du dich behauptest mit einer Faust oder einer Wumme. Wie es im Blaulicht abdunkeln, aber draußen ist es dunkel, denn die Hoffnung scheint dir nicht mal für eine tausende Sekunde. Lagern Packs im X6, Ghetto Tristest, Weste Stich fest, BTM im Pistest, alles Kismet nach Ghetto. Boah, ich muss sagen, ich finde irgendwie die Stimmen nicht so geil abgemischt, Alter. Also ich glaube, es liegt aber, oder hoffentlich an YouTube, ne? Weil das pumpt die ganze Zeit voll, so voll komisch, als wäre da irgendwas komisch, Alter. Seine Stimme pumpt auch gerade laut, leise, sehr hochtönig und so weiter, ne? Alles Kismet, mach Geld und Fick Rap. Glaube nicht, dass ich noch einmal Scham verdicke. So wie es einmal war. Hä? Oder wird es inshallah nie wieder sein? Denn alles war geplant. Gib dem Mann bald 40 Millionen, muss nie wieder rein. Boah, nie wieder sind wie Kokain-Dealer, nie wieder. Boah, das war aber ein nicer Part von ihm, Mann. Das hat extrem zu der Melodie gepasst, ey. Mann, bald 40 Millionen, muss nie wieder rein. Nie wieder sind wie Kokain-Dealer, nie wieder fallen Mamas Tränen wegen mir nieder. Nie wieder wird einer von uns angeklagt und nie wieder seh ich Hamza hinter Stachel dran. Was ist keine Last ist, wohl auch die Macht ist, wenn am Knast sitzt. Alle unterwegs, bis jeder satt ist. Schicken die Verpacktes, auch wenn es Nacht ist. Schicken die Kilo-Kisten. Ey, ich muss sagen, ich bin langsam in dem Song drin. Das ist so ein Song, scheiß mal auf Qualität, Alter. Nicht scheiß auf Qualität so, aber scheiß mal auf Mixing so. Wenn irgendwas laut, leise ist, egal. Irgendwie hat das ganze Ding so eine gewisse Atmosphäre. Und das finde ich irgendwie, das passt. Das passt zusammen irgendwie, muss ich sagen. Gerade die Hook so. Arsch, wie oft stand ich da ohne nichts? Heute Mios für ein Vertrag. Du bist weg und ich zähl jeden Tag ohne dich.
sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, und ich muss ehrlich sagen, so, ich bin einfach froh, wenn es anders klingt als alles, was wir sonst so jede Woche an den Kopf geknallt kriegen. Und ich finde, es klingt irgendwie anders. Jetzt kommt's noch, ne, ob jetzt anders, gut, schlecht, so, keine Ahnung, aber es hat irgendwie was Eigenes. Weiß nicht. Sagen wir mal so, ich find's nicht schlimm. Diese Melodie nimmt einen auseinander, ne? Ernsthaft jetzt. Ich will das einmal ganz kurz hier hören. Immer noch mit ganze Gang auf Straße lebe, sagen du bist der Nächste. Oh, fick Verträge, mein Abi schläft in Tegel. Lange nicht zu Hause gewesen, ja. Keine Gebete. Im RS6 steckt mehr als zwei Pakete. Ja, jetzt hört man doch, das Klavier ist nicht mehr viel lauter. Die Stimme wird nicht zurückgedrückt oder sonst was. Bruder, das ist der YouTube-Unterschied. Das meinte ich, Alter. Schlechte Laune, sei mein Arbeiter erwischt. Er weiß, was mit ihm passiert, er verratet mich nicht. Rauche Haste, Joint nach Joint, I'm just one of us. Alter, die S-Laute, alles klingt tausendmal besser bei Spotify. Es klingt tausendmal besser gerade, Mann. Okay, ich bin zufrieden. Schicken die Kilo, Kisten, Arsch. Wie oft stand ich da ohne nichts? Heute Minus für ein Vertrag. Jetzt bin ich gespannt. Du bist weg und ich zähl jeden Tag ohne dich. Puste Rauch aus meiner Lunge, wuchs auf in diesem Dschungel, in dem du dich behauptest mit einer Faust oder einer Wumme. Wir sind blau, Lichterfunken, aber draußen ist es dunkel, denn die... Gar nicht mehr so hochtönig. Gar nicht mehr so weird in den Höhen, Alter. Ja, tut mir extrem einfach nur leid für die Mixing-Mastering-Leute, für Leute, die da dran sitzen und so weiter, dass das halt immer wieder passiert, ne? Meinst du, die machen das extra, damit man streamt? Habe ich schon oft drüber nachgedacht, habe ich auch schon oft gedacht. Aber das würde keiner machen, der das als Job macht, Bro. Ernsthaft jetzt, das ist ja, wie soll ich sagen, das wäre ja negatives Marketing irgendwie. Wobei es halt ja auf Dingens gut ist, ne? Muss man sagen. Boah, was für ein Sample, Alter. Boah, habe ich da einfach Flashbacks. Dankeschön, dass du nochmal erwähnt hast, ne? Dankeschön, Alter. Mitunter sein bestes Album zusammen mit Restless, ne? Bin froh, dass ich den Bre nochmal live sehen durfte, Alter. Mit 100 Zuschauern. Da waren 100 Zuschauer, ne? Musst du dir vorstellen, in Köln. 100 Leute. Und der hat alles gespielt. Jeden Feature-Part, den er bei Eminem oder sonst was Songs hatte, ne? Wow. Und dann dieses Klavier. Schön. Ey, ich muss sagen, ich fand's... Zum Glück habe ich gesagt, so, die Atmosphäre ist schon geil. Ich höre nochmal. Bei Spotify ist es clean und ist ein sehr entspannter Song, Mann.